Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren iPhone-Spiel-Video. Nachdem ich das letzte Mal gemacht habe, meinten viele Leute, ich soll doch mal Amazing Thief ausprobieren. Und das werde ich jetzt hier mal eine Runde zocken. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. So sieht das Ganze halt aus. Ihr seht es wahrscheinlich gerade schon eingeblendet. Hier steht da Amazing Thief und unten diese scheiß Google-Werbung, ne? Wie komme ich zum Stadtpark? Zeig mir Bilder vom Bonobot. So sieht das Ganze aus, so funktioniert das Ganze. Wir können einmal klicken, dann springen wir und doppelklicken, dann machen wir so eine doppelte Rolle und wir müssen quasi einfach durch diesen Parcours hier durch. Mein Highscore ist 1. Da seht ihr das nochmal. Score 1, Best 1. Also ich bin da drinnen auf jeden Fall richtig gut, aber wir wollen das Ganze natürlich locker angehen. Wir können... Komm, grün, das ist unsere Farbe. Grün ist doch... Das ist doch das Ding... Ich setze mir als Ziel heute irgendwas... Ey, das war unmöglich zu schaffen. Wie soll man denn sowas hinkriegen? Mein Ziel ist, dass ich heute irgend... Ey, wollen die mich? Ich komme da nicht hoch. So viel Google in einer kleinen App. Sorry Google, dir gehört ja YouTube von daher. Ich mag euch. Wir gehen das Ganze jetzt mal ein bisschen lockerer an. Da ist die 1, da ist die 2, ja Mann. 3. Aber hey Freunde, wir haben jetzt schon mal eine 3... Dieses Spiel ist so ein bisschen wie Flappy Bird damals. Es macht extrem süchtig. Es ist von Catch-App und die haben so ein paar andere Spiele auch noch gemacht. Die haben Amazing Brick, glaube ich, auch gemacht. Ey, yo, wahrscheinlich, ne? 3. Ich war kurz davor, die 4 zu sagen und dann... Google! Ich weiß halt auch nicht, was diese ganze App... Ich weiß halt auch nicht, was... Ey, ist es denn wahr? 1 hour later. Ich wollte sagen, ich weiß auch nicht, was diese ganze App überhaupt mit einem Thief zu tun hat. Also dieses Spiel heißt der Amazing Thief, also... Oh. 2 hours later. Das Spiel heißt Amazing Thief, also unglaublicher oder atemberaubender Dieb oder einzigartiger Dieb oder sowas. Und das Einzige, was hier ist, ist ein kleines Männchen, was durch bunte Tore durchläuft. Also ich weiß das nicht, was das irgendwie mit... Wie soll man das denn packen? Mein Ziel, etwas Zweistelliges zu schaffen, ist eventuell ein bisschen zu hoch angesiedelt. Ah, nein! Ich hab 9 Highscore. Come on, little guy, you can do that. Grün. Einfach ruhig bleiben, Freunde. Wir müssen einfach ruhig bleiben. Dann werden wir das Ganze schon Oh, wisst ihr, wenn man es einmal drückt, kann man es auch nicht mehr irgendwie rückgängig machen. Man kann nicht irgendwie besonders stark drücken. Man drückt quasi einmal und dann springt er auch so. Mann, das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir hier auch noch die Ampelfarben hier. Rot, grün. Mann, ich scheiß auf euren Flohmarkt. Ich bin 1 mit dem Spiel. 1. Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Ey, irgendwie... Komm, kleiner Junge, das kann doch nicht sein, dass ich nicht mehr als 4... Mann, verdammt! Ich finde, wir sollten aufhören, uns irgendwelche unrealistischen Ziele zu setzen. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal, weil die App uns Spaß macht. Ja, so eine tolle App. Nee, ohne Spaß. Ich nehme jetzt mal Uncut auf, bis ich einen neuen Highscore irgendwie geschafft habe. Ich setze jetzt keine Cuts, bis ich mehr als 4 geschafft habe, damit ihr mal seht, dass ich mich hier wirklich so ein bisschen... Ey, da kommen aber auch solche behinderten Levels, ne? Wie soll man denn sowas schaffen? Meine Fresse, das... Wie soll ich denn so einen Sprung? Ich kann doch gar nicht abmessen, wie viel der runter und dann und bla und blub. Mann, Mann, Mann. So, jetzt habe ich ihn. Ey, meine Fresse, fliegt doch einfach da. Ich kann den Sprung nicht schaffen, Mann. Ich weiß, ich wollte keine Cuts setzen, aber das kann doch nicht wahr sein. Es ist... 4... Ich werde 1 mit dem Spiel, Luca, 1. Vielleicht braucht man halt einfach den gewissen Swag, um das Ganze hier so ein bisschen besser zu bestehen. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das jetzt unser Level wird. Ich weiß nicht, was jetzt als nächstes kommt, aber ich glaube echt, dass... Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Okay, 2. Mediamarkt, Top-Auswahl, Top... Ich höre euch gar nicht, ich sehe euch nicht, ihr seht mich nicht, ich spiele das Spiel, weil mir das Spaß... Das kann doch nicht so schwer sein, dass ich mal irgendwie über meinen Highscore von 4 komme. Oh, ich will nicht Good Game Empire spielen. Ich will Amazing Thief spielen und ich will Little Fifth mit meiner Bitte. Ich muss das doch jetzt mal irgendwie schaffen, hier so einen verdammten Highscore zu erzielen. Ey, ich glaube, das wird ein richtig guter... Nein, warte!
warum drücke ich denn da nochmal? Vielleicht dürft ihr mich auch einfach nicht sehen. Das könnte ja auch eventuell die Lösung sein, dass einfach meine Visage... Aber es hat eigentlich ja schon mal ganz gut geklappt, ne? Also ich muss ja sagen, ich will mich da ja nicht drüber beschweren, das ist natürlich... Ja! Jetzt haben wir den absoluten Swag, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendetwas reißen, was im dreistelligen Bereich wahrscheinlich ist. Ich meine, ich habe drei Kappen auf. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich. Freunde, ich gebe mir einen letzten Versuch. Wenn ich jetzt mehr als 4 schaffe, dann kommt danach eine vernünftige Verabschiedung. Und wenn ich weniger als 4 schaffe, dann ist es einfach vorbei jetzt. So. F steht... Das zählt nicht. Das kann doch nicht sein, dass da so ein verdammtes Ding direkt am Anfang steht. Ich nehme das nur ja. Guck, das ist doch mal ein cooler Anfang. Den kann man doch mal nehmen. So, 2.